Annie Markus ist die Einzige, die das KZ überlebt hat von den Werner jüdischen Bürgern. Sie kam im Sommer 1945 hier zurück nach Werne. Es gibt Unterlagen, dass sie eine Wiedergutmachung beantragt hat, die am Kreis Lüdinghausen, wozu Werne gehörte. Und es gibt Zeitzeugen, die sagen, dass sie auf dem Marktplatz hier in Werne gestanden hat und die Werner Bevölkerung angeklagt hat, dass sie ihren Sohn getötet hätten. Der Sohn, sie kam deswegen nach Werne, ich glaube nicht, weil sie es hier so schön fand oder so, sondern weil sie dachte, wenn ihr Sohn überlebt hat, dann wird er auch hier nach Werne geschickt. Er ist ja hier geboren worden und deshalb kam sie hier nach Werne. Aber es tat sich nichts. Ende des Jahres 45 wurde auch der Sohn für tot erklärt. Und sie kam bald darauf, sie war gebrochen an Leib und Seele von der KZ-Haft und kam dann nach die Nervenheilanstalt, die damalige Nervenheilanstalt Dortmund-Applerbeck. Dort verstarb sie im Jahr 1949 und so endet das Kapitel jüdische Mitbürger von Werne. Seitdem leben keine jüdischen Mitbürger mehr hier in Werne.